Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique, heute ist Montag. Was bedeutet, es ist Murder Mystery und Make-up Montag. Falls du neu hier bist, jeden Montag übersetze und ergänze ich ein Video der fabelhaften Belisarian und versuche ihren Look nachzuschminken. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gerne meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Das Originalvideo, Bellys Kanal und ihr Instagram sind unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Heute sprechen wir über die Familie Richardson. Der Fall stammt aus Medicine Hat aus Kanada. Falls du letzte Woche das Video gesehen hast, da hatten wir auch komische Ortsnamen wie zum Beispiel Wahrheit oder Konsequenzen. Und heute Medizinhut. Findet nur ich das lustig? Im Medizinhut oder auch nur der Hut genannt, leben 60.000 Einwohner. Vorwiegend stammen die Einwohner aus der Mittelschicht. Es ist dort ruhig, angenehm und einfach schön. Die Familie Richardson bestand aus dem Vater Mark, der Mutter Deborah, der Tochter Jasmine und dem Sohn Jacob. Als das passierte, war Jasmine 12 Jahre alt und ihr kleiner Bruder erst 8 Jahre alt. Jasmine ging auf eine katholische Mädchenschule und war als nettes, liebes, freundliches Mädchen bekannt. Aber was will man auch schon groß über eine 12-Jährige sagen? Die sind grundsätzlich erstmal alle lieb und freundlich, bis sie in die Pubertät kommen und der rote Alarm ausgelöst wird. Achtung, Achtung, Alarmcode Red. Die Hormone starten durch, rette sich, wer kann? Okay, Jasmine war lieb, nett, freundlich und sehr gut in der Schule. Über Jacob sagten Freunde der Familie, dass er ein Klassenclown war, ein lustiger, alberner, typischer 8-jähriger Junge. Die Richardson waren eine eng verbundene, liebende Familie. Doch Jasmine war nun 12. Sie war vorpubertierend und ihre Eltern bemerkten eine Veränderung an ihr. Was aber gut an der Vorpubertät liegen kann. Also im Gehirn vernetzt sich alles neu. Manchmal berühren sich zwei Synapsen, die sich nicht berühren sollten. Man weiß selbst nicht, was in einem vorgeht. Pubertät stinkt. Jasmine hatte auf ihrer katholischen Mädchenschule einige gute Freundinnen. Und Jasmine war diejenige, die sich immer an alle Regeln hielt. Regeln sind Gesetze, daran halte ich mich. Sie war wirklich ein liebes Mädchen und sie mochte die Farbe rosa, pink und knallbunt. Kurz nach ihrem 12. Geburtstag veränderte sich aber nicht nur ihr Verhalten. Sie wurde etwas aufsässig. Es veränderte sich auch ihr Geschmack. Sie war jetzt interessiert an dunklen Farbtönen und an dunklem Make-up. Was eigentlich nicht beunruhigend sein sollte. Ich glaube, jeder von uns hatte mal diese Phase in seiner Jugend. Das Leben ist unfair, ihr habt keine Ahnung, wie es mir geht. Meine Seele ist dunkel und ich bin allein. Sie zog sich auch nur noch dunkle Kleidung an und hörte Punkrock. Die Teufelsmusik. Die Freundschaften zwischen Jasmine und ihren Freundinnen distanzierte sich. Jasmine ging nun ihren eigenen Weg und ihre Freundinnen erkannten sie nicht wieder. Sie war nicht die Jasmine, mit der sie sich angefreundet hatten. Jasmine wurde zu einer kleinen Rebelle. Jasmine kam in dunklen Klamotten zur Schule. Mit Netzmustern, Ketten, engem Halsband, dunklem Gothic-Make-up und Schmuck, der in der Schule nicht gern gesehen war. Sie hatte sich mit einem Stift Tattoos auf die Hände gemalt und sie hat sich dafür Teufelssymbole ausgesucht. Ich meine, sie war immerhin auf einer katholischen Schule. Ich bin kein Kirchenkenner, aber ich glaube, das fanden sie nicht so cool. Sie wurde natürlich ins Büro des Direktors gerufen. Sie machten sich unglaublich Sorgen um sie. Nicht nur, weil sie sich so verändert hatte, sondern weil sie auch auf ihrem Körper satanische Sprüche und Symbole gekritzelt hatte. Sie bekam immer mehr Probleme in der Schule. Nicht, weil ihre Schulleistungen sich verändert hätten, sie war immer noch sehr gut in der Schule, sondern weil sie der Kleiderordnung in der Schule nicht folgte und sie sehr aussässig wurde. Ich meine, bei der Kleidung und bei dem Make-up gehe ich noch mit ihr mit, ne? Also das ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Warum sie sich allerdings satanische Sprüche und Symbole auf die Haut kritzelte, das verstehe ich nicht. Eines Abends ging sie auf eine Punkrock-Show. Ich habe keine Ahnung, welche, aber sie ging da halt hin. Wieso sie damit 12 hin konnte, ich habe keine Ahnung. Sie war auf jeden Fall da. Dort traf sie einen Typen und war sofort hin und weg von ihm. Der Typ hieß Jeremy und er zeigte Interesse an ihr. Er sprach mit ihr und gab ihr das Gefühl, dass sie süß und etwas Besonderes sei. Nur, dass dieser Jeremy bereits 23 Jahre alt war. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ein 23-Jähriger sich für eine 12-Jährige interessiert, ist das schon ein Problem und es ist nicht okay. Ein bisschen was über Jeremy. Er war 23 Jahre alt, arbeitslos, hatte die Schule abgebrochen, wohnte in einer nicht so guten Nachbarschaft. Und was Jasmine besonders toll an ihm fand, war einerseits, dass ein älterer Mann sich für sie interessierte, natürlich, aber auch, dass er ebenfalls ein Gothic-Fan war. Er trug nur schwarz, hatte einen verschmierten Eyeliner und sie dachte nur so, pff, bad boy. Heiß. Randnotiz. Früher in der Schule hatten einige Freundinnen einen älteren Freund. Und alle von uns dachten, oh, wie cool, die hatten einen älteren Freund. Wow, Wahnsinn. So was Besonderes. Aber heute denke ich mir dabei,
Wieso? Warum datet ein 18-20-Jähriger eine 13-14-Jährige? Das ist doch widerlich. Ich habe mir früher da nie Gedanken drüber gemacht, bis zu diesem Fall. Aber es ist echt nicht cool, wenn sich ältere Typen mit kleinen Schulmädchen treffen. Okay, zurück zu Jasmine und Jeremy. Jasmine hatte Jeremy an diesem Abend ihre Telefonnummer gegeben. Und die beiden hielten heimlich Kontakt. Jasmine erzählte ihren Eltern zum Beispiel, dass sie zu einer Freundin gehen würde, um dort zu lernen. Dabei traf sie sich dann natürlich mit Jeremy. Und falls sie sich nicht treffen konnten, chatteten die beiden. Jeremy trug eine Fiole um den Hals. Er sagte, dass dort Blut drin sei. Er sagte gegenüber Jasmine immer wieder, wie sehr er den Geschmack von Blut lieben würde und dass er Blut zum Überleben bräuchte. Was für ein kleiner Spinner. Schade, dass sich Jugendliche von sowas beeindrucken lassen. Aber ich meine, sie wissen es bis dahin ja auch nicht besser. Jasmine fragt ihn natürlich, warum ist da Blut drin und warum brauchst du Blut zum Überleben? Bist du etwa ein Vampir? Nein, er war natürlich kein Vampir. Er erzählte Jasmine, und das ist der Teil, der wirklich witzig ist, weil er wirklich absurd ist, er erzählte ihr, dass er ein 300 Jahre alter Werwolf wäre. Als Jasmine das hörte, flatterte ihr Herz. Oh mein Gott, ein 300-jähriger Werwolf, der Blut braucht, um zu überleben? Ich bin dein. Wir wollen jetzt bitte nicht vergessen, dass Jasmine erst 12 Jahre alt ist. Jeremy könnte einem ein bisschen leid tun. Ich meine, er ist 23 gewesen und schien völlig verloren. Aber ja, Jasmine ist halt erst 12 Jahre alt und zu diesem Zeitpunkt hast du halt das dümmste Gehirn in deinem ganzen Leben. Du kannst kaum schlaue Entscheidungen treffen. Deine Emotionen überrollen dich und du weißt noch nicht mal warum. Es ist verrückt, aber es wird auch wieder besser. Ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber die beiden hatten auch eine sexuelle Beziehung miteinander. 23 und 12. 12. 12 Jahre alt. Sie ist erst 12, sie ist noch ein kleines Mädchen. Manche spielen in diesem Alter noch mit Puppen. Ich raff's nicht. Ein paar Monate nachdem die beiden sich kennengelernt hatten, war Jasmine komplett im Gothic-Lifestyle angekommen. Im Dunklen. Viele von Jasmines Freundinnen sagten, dass sie nun Angst vor ihr hätten. Sie erschreckten sich, wenn sie sie sahen. Sie malte sich allerdings auch umgedrehte Kreuze auf die Stirn. Ihre alten Freunde fanden sie seltsam. Jasmine sagte, dass es ihr gefiel, andere zu erschrecken und dass andere Angst vor ihr hatten. Sie würde sich dadurch stark und mächtig fühlen. Jeremy wurde zum Mittelpunkt von Jasmines Leben. Sie verbrachte viel Zeit auf MySpace, ich meine, es war 2006. Außerdem gab es eine Seite, die hieß vampirefreaks.com. Ähnlich wie MySpace, eine Social-Media-Plattform, wo du dich unterhalten kannst, wo du Bilder teilen kannst oder auch kommentieren kannst. Nur halt für Vampire und nicht den menschlichen Pöbel. Ich bin etwas verwirrt. Laut Underworld sind Vampire und Werwölfe Feinde. Ist etwa alles eine Lüge? Auf MySpace stand früher bei Jasmine auf dem Profil unter Helden Mama, Papa und Gott. Jetzt hatte sie es geändert in Marilyn Manson, Jeffrey Dahmer und anderen fragwürdigen Vorbildern. Auf vampirefreak.com gab es auch so eine Über-mich-Seite. Dort beschrieb sie sich als bisexuelle, seltsame, tiefgründig denkende Hexe und als Wahnsinnige. Unter ihren Interessen standen unnatürliche Haarfarben, Hai, dunkle Poesie, Blut und perverses Zeug. Jeremy war ständig auf dieser Seite vampirefreaks.com. Es war sowas für ihn wie für mich YouTube oder für andere Instagram. Über diese Plattform kommunizierten sie auch die meiste Zeit. Auf Jeremys Seite stand auch einiges sehr Interessantes. Er mochte Skateboarden, Moshpits, laute Musik, Tattoos, perverse Fetische, Chris Angel. Er mag Chris Angel. Er war oder ist noch dieser Gothic-Zauberkünstler. Und da stand den Film Natural Born Killers. In dem Film geht es um ein Paar, die sich quasi ununterbrochen in einem Amoklauf befinden, um beieinander zu sein. Jasmine hielt die Beziehung zu ihrem 23-jährigen Freund oder dem 300-jährigen Werwolf geheim. Jasmines Eltern wollten sich aber die Social-Media-Accounts von ihrer Tochter mal genauer angucken, da sie sich halt so schräg verändert hatte. Dort erfuhren sie, dass ihre Tochter verliebt in jemanden war. Sie verknüpften die Hinweise, zählten eins und eins zusammen und fanden dann auch noch heraus, dass ihre Tochter sich nachts heimlich aus dem Haus schleichen würde und manchmal auch gar nicht nach Hause kommt. Das machte ihre Eltern natürlich sehr wütend. Ihre Eltern mussten natürlich irgendwas unternehmen. Ihre Tochter war respektlos und rebellierte immer mehr. Jasmine hielt sich nicht mehr an die Regeln zu Hause, also sagten ihre Eltern, dass sie sich mit diesem Typen nicht mehr treffen kann. Du kannst ihn nicht mehr sehen. Er ist viel, viel älter als du. Das geht nicht. Sie bekam Hausarrest und durfte nur noch zur Schule gehen. Kein Wenn und Aber.
Jasmine verstand das natürlich nicht. Sie flippte total aus, rebellierte noch mehr und zettelte zu Hause einen richtigen Krieg an. Jasmine und Jeremy blieben in Kontakt. Sie chatteten heimlich miteinander. Und das schweißte sie irgendwie noch fester zusammen. Jasmine war diejenige, die vorschlug, das Problem zu beseitigen. Man konnte später feststellen, dass sie zu Jeremy schrieb: "Ich habe einen Plan. Er beginnt mit: Ich töte sie und endet mit: Ich lebe mit dir." Jeremy antwortete: "Ihre Kehlen möchte ich aufschließen. Sie werden den Scheiß, den sie gebaut haben, bereuen. Am Ende werden sie schweigen und ihr Blut wird meine Bezahlung." Herr, gib mir Kraft. Puh, Alter, verdammt. Jasmine betonte immer mehr, wie sehr sie ihre Familie hassen würde und dass sie unbedingt loswerden muss. Sie waren immerhin der Grund, warum die beiden nicht zusammen sein konnten. "Genau, es liegt gar nicht daran, dass dein Freund ein perverses Schwein ist, sondern an deinen Eltern. Alles klar." Am 21. April 2006 schaute sich Jeremy mit Freunden den Film Natural Born Killers an. Er sagte zu seinen Freunden, dass er das Gleiche mit der Familie von Jasmine vorhätte, nur dass er den kleinen Bruder nicht verschonen würde. "Alles klar. Geiler Typ." Dann am späten Abend des 22. April 2006. Es ist ruhig in der Vorstadtstraße, in der ihr Haus steht. Alle liegen schon im Bett. Nur Deborah, die Mutter, hört ein Geräusch. Sie zieht sich ihren Bademantel über und geht nach unten, um nachzusehen, was das Geräusch verursacht hatte. Sie schaltete das Licht ein und sah einen Mann, der eine Maske trug und ein Messer in der Hand hielt. Sie fing natürlich an zu schreien und der Einbrecher stürzte sofort auf sie los. Auf die arme Deborah wurde 12-mal eingestochen. Und weil sie dabei natürlich die ganze Zeit schrie, weckte sie damit das ganze Haus. Mark, der Vater, kam hinuntergeeilt, um nachzusehen, was mit seiner Frau los ist, warum sie so schreien würde. Und da sah er einen Mann über Deborah gebeugt, der immer wieder auf sie einstach. Und das finde ich ganz furchtbar. Stell dir mal vor, du siehst jemanden, der deinen Partner niedersticht und da ist überall Blut. Ganz furchtbare Situation. Ich hoffe, das muss niemand von uns jemals erleben. Mark reagierte und schnappte sich ein Werkzeug, was in der Nähe lag. Ich glaube, es war ein Schraubenschlüssel. Und damit ging er auf den Angreifer los und versuchte, ihn zurückzukämpfen, auf jeden Fall weg von seiner Frau. Er versuchte, ihn zu schlagen oder irgendwie zu stechen mit dem Schraubenschlüssel. Doch leider gewann Mark diesen Kampf nicht. Er wurde mit 24 Messerstichen getötet. Jasmine lag oben in ihrem Bett in ihrem Zimmer und tat so, als würde sie schlafen. Oben neben Jasmines Zimmer lag das Zimmer von ihrem kleinen Bruder Jacob. Jacob war durch die Schreie seiner Mutter aufgewacht. Er hatte solche Panik und versteckte sich in seinem Bett. Jasmine ging zu ihrem Bruder und hielt ihm die Ohren zu, damit ihm die Schreie nicht traumatisieren würden. Was dann passierte, ist einfach nur dumm, bescheuert und widerlich. Jeremy kommt hoch in Jacobs Zimmer. Und anstatt, dass Jasmine sagt, dass sie ihren kleinen Bruder verschonen sollen, ich meine, er war ein kleiner Junge, er war erst 8 Jahre alt. Und sie hatte ihm eben noch die Ohren zugehalten, damit er von den Schreien nicht traumatisiert wird. Aber Jasmine war diejenige, die beschloss, auch ihren kleinen Bruder umzubringen. Sie ist ein eiskaltes, herzloses Miststück. Ihre Erklärung, warum sie Jacob, ihren kleinen 8-jährigen Bruder, umbrachte, war folgende. Jetzt sind ja beide Elternteile schon gestorben. Er hätte ja dann niemanden. Und sie war bereit, ihr neues Leben mit Jeremy zu beginnen. Da könnte sie so einen Ballast wie ihren kleinen Bruder wirklich nicht gebrauchen. Jasmine war diejenige, die 5-mal auf ihren Bruder einstach. Und um sicherzugehen, dass ihr Bruder auch wirklich tot war, schlitzte sie ihm die Kehle auf. Wie kann man auf seinen kleinen Bruder, ein 8-jähriges Kind, einstechen und ihm dann auch noch die Kehle aufschneiden? Was für ein gefühlloses Stück Scheiße muss man eigentlich sein? Puh. Nick, du solltest dich nicht so aufregen. Ja, aber es ist ein Stück Scheiße. Ich weiß, es ist ein Stück Scheiße. Am nächsten Tag gegen 13 Uhr kam ein 6-jähriger Nachbarsjunge vorbei zu dem Haus, um zu fragen, ob Jacob rauskommen könnte, um zu spielen. Er klingelte und klopfte und wartete und es machte halt niemand auf und er guckte so neben der Tür durchs Fenster. Und da sah er den blutigen Tatort. Ich glaube, der Junge ist für immer traumatisiert. Er lief schreiend natürlich nach Hause und rief seine Eltern. Diese ging erstmal mit ihm zurück zu dem Haus, um sich zu vergewissern, was da passiert ist. Nicht, dass sie ihrem Sohn nicht geglaubt hätten, aber bevor sie die Polizei rufen wollten, wollten sie das halt kontrollieren. Nicht, dass er halt vielleicht dort im Fernsehen, der im Hintergrund lief, irgendwas
gesehen hätte, was er nicht hätte sehen sollen. Also sie wollten sich eigentlich nur davon überzeugen, dass da wirklich was passiert ist und nicht, dass sie das unbedingt sehen wollten. Also das war nicht der Grund. Die Nachbarn riefen dann auch die Polizei, die sofort das Haus stürmte. Die fanden einen Albtraum vor. Alles war voller Blut. Zwei Leichen lagen dort. Was für ein harter Job. Man vergisst oft, was die sich alles für ein krankes Zeug ansehen müssen. Die Polizei durchsuchte das Haus und sie hatten keine Ahnung, was da vor sich ging oder warum das passiert war. Ist irgendwas schiefgelaufen? Aber erst als sie in Jacobs Zimmer kamen und den kleinen Jungen mit durchtrennter Kehle sahen, wussten sie, dass es jemand war, der die Familie kannte. Denn die Tat, die war persönlich. Ein Ermittler stieß auf ein Familienbild und blieb davor stehen. Okay, wir haben den Vater, die Mutter und den Sohn. Aber wo ist die Tochter? Die Polizei vermutete, dass die 12-jährige Tochter der Familie von dem Einbrecher, dem Mörder der Familie, entführt worden ist. Sie aktivierten sofort den Amber Alert. Der Amber Alert ist ein Alarmsystem, mit dem man schnell die ganze Bevölkerung über ein verschwundenes oder vermisstes Kind melden kann, so dass jeder die Augen offen halten konnte. Also sie schalteten dieses Alarmsystem für Jasmine, in der Hoffnung, dass sie irgendjemand gesehen hatte. Nur ein paar Stunden nach den Morden ging die Polizei zu Jasmines Schule. Sie wollten dort ihren Spind durchsuchen, in der Hoffnung, irgendein Indiz zu finden, einen Anhaltspunkt. Hatte sie irgendjemand gestalkt? Gab es irgendwas in dem Spind, was ihnen eine Spur geben könnte? Aber in ihrem Spind fanden sie etwas, eine Zeichnung, von der wohl jeder das kalte Kotzen bekommen wird. Es ist eine Bleistiftzeichnung mit Strichmännchen. Die Strichmännchen sind in einem Haus. Das Haus und die Strichmännchen fangen Feuer. Und man sieht zwei Strichmännchen, die raus aus dem Haus zu einem Auto laufen und muahaha, sich den Arsch ablachen. Sie haben es als einzige aus dem brennenden Haus geschafft. Vielleicht hatten sie das Feuer auch gelegt. Nachdem die Ermittler dieses Bild gesehen haben, änderten sie ihre Suche von vermisstes Kind zu Mordverdächtige. Ich meine, die Zeichnung war wirklich verdächtig. Warum zeichnet eine liebe, nette 12-Jährige so einen kranken Scheiß? Zumal die zwei überlebenden Strichmännchen anscheinend sie und eine andere Person darstellen sollte. Es dauerte nicht lange, aber ich weiß auch gar nicht, wie, ob sie einen Tipp bekommen haben. Auf jeden Fall dauerte es nicht lange, bis sie Jasmine und Jeremy fanden. Ich glaube, ungefähr innerhalb der ersten 24 Stunden. Sie fanden sie in der 130 Kilometer entfernten Stadt Leader. Und dort wurden sie verhaftet. Die Polizisten sahen bei der Verhaftung und bei dem Verhör weder Traurigkeit, Reue, Bedauern, Trauer oder Betroffenheit. Jeremy gab sogar mit seinem blauen Auge an. Er sagte, Mark hätte ihn geschlagen und darüber machte er sich lustig und lachte. Dann rückte noch jemand in den Verdacht der Beihilfe. Jeremys Freundin Casey soll den beiden zur Flucht verholfen haben und somit auch es den beiden ermöglicht haben, Beweise zu vernichten. Man sagt, Casey hätte Jeremy und Jasmine nach Leader gefahren. Fangen wir mit Jasmines Verhandlung an. Die Verhandlung begann im Juni 2007. Jasmine wurde gefragt, warum sie ihre Eltern und ihren kleinen 8-jährigen Bruder umgebracht hätte. Sie sagte, und ich zitiere, »Ich liebte Jeremy so sehr. Ich dachte, das würde uns enger zusammenschweißen.« Dann wurden einige Beweise vorgelegt. Diese bestanden hauptsächlich aus Gefängnisbriefen zwischen Jeremy und Jasmine. Dachten die zwei Deppen wirklich, dass man ihre Briefe nicht lesen würde? In einem Brief scherzte Jasmine darüber, dass sie Legenden wären und unsterblich. Keiner zeigte irgendwann in diesen Briefen Reue oder Bedauern über das, was sie getan hatten. Nicht mal einen Anflug von Schuld war zu lesen. In diesen Briefen planten sie eher ihre gemeinsame Zukunft, so als würden sie morgen aus dem Gefängnis entlassen werden. Und man muss sich immer wieder vor Augen halten, und selbst mir passiert das hier immer wieder, Jasmine war erst 12 Jahre alt. Bei der Verhandlung war sie erst 13 Jahre alt. Sie war ein junges, dummes, beeinflussbares Kind. Ich vergesse das hier beim Erzählen auch immer wieder, aber sie war halt erst 12. Jeremy war 23. Erwachsen, vermeintlich schlauer und reifer. Ich meine, sie sitzt da im Gefängnis und sie hat ihre Familie ermordet. Aber sie hat noch gar nicht die Idee oder die Vorstellung davon, was mit ihr passieren wird oder was sie da tatsächlich angerichtet hat. In einem Brief schrieb sie, noch nie hat mich ein Mensch so sehr berührt. Ohne dich wird mir immer etwas fehlen. Mein Anwalt sagte mir, wir seien Legenden, näher zur Unsterblichkeit. Dann brachte die Staatsanwaltschaft einen Beweis an, also einen Brief von Jeremy. In diesem schrieb er, und ich zitiere hier natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, ich liebe dich mehr als mein Leben. Ich habe dich auf meine Besucherliste gesetzt. Wenn du entlassen wirst, besuch mich bitte oft. Vergiss nie, wie sehr ich mich um dich kümmere und wie sehr ich dich liebe. Ohne dich ist das Leben nicht lebenswert.
Du sagst, du möchtest verlobt sein? Nun, dann ist hier die Frage. Willst du mich heiraten? Wenn ja, ist es ein mündliches Versprechen. Ich musste zwischendrin ein bisschen lachen, weil... Wenn du aus dem Gefängnis rauskommst... Ihr habt drei Leute umgebracht, was ist los mit euch? Okay, also, er macht ihr einen Antrag. Der 23-Jährige möchte also das kleine Mädchen heiraten. Perfekt, super, großartige Idee. Okay, ihre Antwort darauf war, ja, ja, ich will dich heiraten. Und dann schrieb sie, die Welt ist wirklich gegen uns. Rawr. Rawr wurde damals benutzt, um sexy zu klingen, also wie eine rollige Katze. Ich weiß, was soll daran sexy sein, aber... Aber in Amerika wurde es benutzt, um auf Dinosaurisch ich liebe dich zu sagen. Ich weiß nicht, was davon jetzt besser ist. Wahrscheinlich ist beides bescheuert. Wann, wenn überhaupt, hast du benutzt? Okay, also in den Briefen fand man keine Reue oder Betroffenheit über das, was sie getan hatten. Sie waren einfach egoistische kleine Arschkrampen. Sie dachten nur an sich und es machte so den Anschein, als würden sie das Gefängnis gerade als Kurzunterbrechung ihrer Liebesgeschichte sehen. Also beide dachten wohl, dass sie nur kurz im Gefängnis sitzen würden und dann würden sie selig in den Sonnenuntergang reiten. Am 3. Juli 2007 sagte Jasmine zu ihrer eigenen Verteidigung aus. Sie sagte, dass sie ein hypothetisches Gespräch darüber geführt hätten, ihre Familie umzubringen und das wie einen Unfall oder Selbstmord aussehen zu lassen. Als sie auf die Briefe zwischen ihr und Jeremy angesprochen wurde, sagte sie, dass sie es damit ja eigentlich nur auf ihre 5 Minuten Ruhm abgesehen hätte und dass sich Menschen für immer an sie erinnern sollten. Jasmine sagte, dass sie zu Hause war, als die Morde passiert sind, dass sie oben bei ihrem Bruder war und ihm die Ohren zugehalten hätte, damit er die Eltern nicht schreien hört und dadurch traumatisiert werde. Danach sei Jeremy in Jacobs Zimmer gekommen und hätte sie angeschrien, sie solle ihren Bruder umbringen. Und dass sie das tun musste, weil er hatte ja schon ihre Eltern für sie umgebracht. Und sie müsste jetzt auch mal was für ihn tun. Total logisch. Teenager-Gehirn. Jasmine gab zu, ihren Bruder erstochen zu haben. Allerdings sagte sie, auch wieder ein Zitat, aber nicht wirklich fest. Sie hat ihren Bruder erstochen, aber nicht so fest. Also ist das ja überhaupt nicht so schlimm. Was ist noch los mit den Kindern? Oh mein Gott. Sie plädierte natürlich auf unschuldig in allen drei Anklagepunkten Mord ersten Grades an ihrem Vater, ihrer Mutter und an ihrem Bruder Jacob. Am 10. Juli 2017, nach nur 3 Stunden Beratung, befanden die Geschworenen Jasmine in allen 3 Anklagepunkten für schuldig. Sie wurde allerdings nur zu 10 Jahren Haft verurteilt. Das Gesetz in Kanada sieht nun mal vor, dass Täter unter 14 Jahren nicht länger als 10 Jahre weggesperrt werden dürfen. Außerdem wurden ihr die 18 Monate Untersuchungshaft auf die Haftzeit angerechnet. Das heißt, sie musste nur für 8,5 Jahre ins Gefängnis. Danach musste sie für ca. 4 Jahre in eine psychiatrische Einrichtung. Und danach folgten noch ein paar Jahre, ich glaube 4 oder 5 Jahre, in denen sie unter strenger Bewachung in der Gemeinde leben musste, wie eine Bewährung. Das machte viele Leute sehr, sehr sauer. Die kanadischen Gesetze und auch die Haftstrafen sind eher darauf ausgelegt, den Menschen zu helfen, sie zu rehabilitieren und ihnen wieder ins Leben zu helfen. Oftmals hast du es ja nur, die werden weggesperrt, Schlüssel wird weggeschmissen und dann ganz egal, was mit ihnen passiert. Und wenn sie nach 12, 15, 20 Jahren wieder rauskommen, heißt das nicht, dass sie ein guter Teil der Gesellschaft sein können. In Kanada geht es ihnen also nicht grundsätzlich um Bestrafung, sondern eher um den Schutz der Allgemeinheit. Ich meine, wir leben da nicht und wir können es nicht so richtig nachvollziehen. Ich meine, klar, wir haben alle mit 12 Jahren irgendeine Scheiße gebaut oder haben uns zu irgendeinem Mist anstiften lassen. Wir haben aber nicht unsere Eltern umgebracht. Also, ich hoffe, die meisten von uns oder andere. Aber soll wirklich das, was man mit 12 Jahren getan hat, mit diesem dummen Gehirn, wirklich für den Rest des Lebens an uns hängen? Ich weiß, wir sprechen immer noch von Mord, aber ich glaube, in diesem Fall ist eine psychiatrische Betreuung, eine Aufarbeitung und Verarbeitung für andere und für sie das Beste. Okay, ja, Jasmine ist mit einem sehr milden Urteil davongekommen. Ob gerecht oder nicht, können wir gerne unten ausdiskutieren. Jeremy, oh boy. Jeremy prahlte in Gegenwart von einem verdeckten Ermittler damit, 3 Menschen umgebracht zu haben, also die Familie Richardson. Außerdem sagte er, dass der Film Natural Born Killers die beste Liebesgeschichte der ganzen Welt ist.
Jeremys Verhandlung verschob sich in den Dezember 2008 und er wurde geradewegs in allen drei Fällen für schuldig befunden und zu 3x lebenslanger Haft verurteilt. Diese Haft sollte gleichzeitig verbüßt werden. Er kann also nach 25 Jahren Bewährung beantragen. Wegen sexuellem Missbrauch einer 12-Jährigen wurde er nicht angeklagt und auch nicht verurteilt. Im Jahr 2012 änderte Jeremy seinen Namen in Jackson May und er versuchte, sein Urteil anzufechten, was nicht geklappt hat. Ich wusste gar nicht, dass man seinen Namen im Gefängnis ändern kann. Man lernt so viel dazu, unglaublich. Im Mai 2016, im Alter von 23 Jahren, hatte Jasmine ihre Strafe abgesessen. Sollte sie sich die nächsten 5 Jahre unauffällig verhalten, also bis 2021, und keine Straftat mehr begehen, würde ihre Jugendstrafakte gelöscht werden. Es wäre so, als hätte sie nie ihre Eltern umgebracht. Jasmine trägt die Krone der jüngsten verurteilten Mörderin in Kanada. Es gibt leider keinen Bericht darüber, ob Jeremy und Jasmine noch ein Paar sind oder ob sie noch Kontakt haben. Ich weiß auch nicht, ob sie ihn jemals im Gefängnis besucht hat oder ob sie das überhaupt durfte. Auch ob sie jemals geheiratet haben, bezweifle ich, aber ich weiß es nicht genau. Es gibt auch eine Seite, die total hinter Jeremy steht. Sie verstehen nicht, warum er im Gegensatz zu Jasmine eine so hohe Strafe bekommen hat. Außerdem sei Jeremy nicht richtig zurechnungsfähig, er hätte ein paar psychische Probleme und er hätte gar nicht verstanden, was er dort geplant und umgesetzt hatte. Er hätte doch nur das getan, worum Jasmine ihn gebeten hatte. Ich finde 25 Jahre Haft für dreifachen Mord nicht unbedingt viel. Ich meine, ja, sie kam mit dieser Idee nach vorne, aber er ist verdammt nochmal 23 Jahre alt. Und er hat auf ihre Eltern nicht nur ein- oder zweimal eingestochen, sondern hat es offensichtlich genossen, auf sie 12-mal und auf ihn 24-mal einzustechen. Als normaler Erwachsener lässt man sich allerdings auch nicht von einer 12-Jährigen beeinflussen, sondern hätte spätestens dann, als sie mit diesem Vorschlag kam, ihre Eltern umzubringen, die Beziehung beendet oder halt schon bei dem, hey, wir dürfen uns nicht mehr sehen, meine Eltern sind dagegen, gesagt, okay, dann müssen wir uns halt ein paar Jahre gedulden, bis wir offiziell ein Paar werden dürfen. Aber gut, vernünftiger Erwachsener, aber Sex mit einer 12-Jährigen zu haben, das geht eh nicht so richtig konform. Also irgendwas stimmte da ganz offensichtlich nicht. Nun zu Casey, der Freundin vom Paar. Sie wurde als Mittäterin zum Mord angeklagt. Diese Anklage, also die Mittäterschaft, wurde fallen gelassen. Sie bekannte sich allerdings dafür schuldig, den beiden bei der Flucht geholfen zu haben. Sie bekam dafür 1 Jahr Hausarrest. Zudem wurde sie angewiesen, in diesem Jahr auf Alkohol und Drogen zu verzichten. Also fast so, wie es uns gerade geht, nur bei den meisten wohl mit Alkohol. Das war ein furchtbar tragischer Fall mit vielen Was zur Hölle? Ich hoffe, Mark, Deborah und Jacob ruhen in Frieden. Ich bin total hin und her gerissen, inwieweit ich das Urteil der beiden für gerecht oder ungerecht halte. Wenn ich vergesse, dass sie erst 12 Jahre alt war, dann finde ich es wirklich ungerecht. Aber auch so wünschte ich mir irgendwie eine bessere Kontrolle. Ich weiß auch nicht. Andererseits, wenn Jeremy wirklich ein 300-jähriger Werwolf ist, dann sitzt er 25 Jahre auf der Arschbacke ab. Ich meine, mit 300 sah er aus wie 23, also da kann jetzt nicht so viel passieren. Was man nicht findet, ist eine Entschuldigung von Jasmine oder ein Eingeständnis, dass es ihr auch leid tun würde, was sie getan hat. Nur im Oktober 2012 sagte man, dass die psychiatrische Betreuung sehr gut anschlagen würde und sie Reue gezeigt hätte und dass die dortigen Psychiater diese Reue auch für glaubwürdig hielten. Öffentlich hatte sie sich dazu nicht mehr geäußert. Ich weiß auch nicht, ob sie danach vielleicht irgendwann den Namen geändert hat, so wie Jeremy. Es ist auf jeden Fall sehr ruhig um sie geworden, was ich andererseits auch verstehen kann. Sie hat immerhin ihre Familie ausgelöscht. Für mich sah es aus, als hätte die Familie alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, was sie hätten tun sollen. Teenager spinnen halt hin und wieder und viele haben diese Gothic-Phase, in der sie schwarz tragen und so emo-like sind, aber in der sie halt niemanden umbringen. Also im Normalfall. Manche fühlen das auch total und leben ihr Leben lang oder die meiste Zeit ihr Gothic-Leben und das alles gut. Hätte die Familie sie wegen einer weit verbreiteten Phase wegsperren oder wegschicken sollen? Früher hast du Hausarrest bekommen und hattest kein Handy und auch sonst keine Möglichkeit, mit irgendjemandem Kontakt aufzunehmen. Und dann kam das Internet. Vielleicht hätten sie ihr alles wegnehmen sollen, also Laptop, Handy. Aber wer hätte gedacht, dass die beiden so weit gehen würden? Dass so ein kleiner Spinner wie Jeremy erst die Mutter und dann den Vater niederkämpft. Das ist echt erschreckend. Früher war die Überwachung von Kindern auch viel einfacher. Da hast du ins Zimmer geguckt und das Schlimmste, was
irgendwie passiert war, stand in ihrem Tagebuch, was du natürlich nicht lesen solltest. Kleiner Elterntipp. Wenn deine Kinder dich irgendwo auf Social Media akzeptieren als Freund oder als Follower, dann haben sie wahrscheinlich noch ein anderes Profil. Besonders Kinder in der Pubertät oder Jugendliche in der Pubertät. Weil auch wenn ihr später cool seid, zur Pubertät seid ihr sehr uncool. Ihr habt dann keine Ahnung, ihr wisst überhaupt nicht Bescheid, wie das Leben läuft. Na gut, das ist der Look. Ich denke, den können wir bedenkenlos so stehen lassen. Na gut, ich hoffe, du hast einen tollen Tag. Passt gut auf dich und deine Kinder auf. Man weiß nie, wen sie treffen. Vielleicht einen 300-jährigen Werwolf. Triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir was.